Sind wir schon live? Ja, dann mach du mal die Introduction. Servus und... Kannst du wieder die Tür zu machen. Willkommen zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Hallo. Gehen wir rein? Hund guckt noch. Der guckt nur. Genervt. Ein kleines, großes Projekt, was wir zwischen reinschieben wollten. Ja. Ah, die Stream-Beschreibung passt noch nicht. Die Stream-Beschreibung fehlt. Ja, mal gucken. Da ist es. Ja. Bin gespannt, wer noch dabei ist. Oh. So. Was? Hey, listen? Passt nicht, gell? Nee, null. Dann... Ganondorf. Ganondorf. Das passt schon eher. Fertig. Änderung gespeichert? Ja. So, soll ich anfangen oder wie? Wie du magst. Okay, dann fange ich an. Ewig keine Link to the Past gespielt. So, ich bin Langweiler. Das heißt, wir nennen ihn einfach Link. Oha. Alter, ich habe das ewig nicht auf Deutsch gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, wie ich Kind war. Mhm. Also vor einem Jahr. Geht mir genauso, ja. Hilfe! Bitte hilf mir, ich bin das Zelda. Da drüben sitzt Zelda. Da drüben sitzt Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Arganim. In Dota gibt es doch ein tolles Item namens Arganims Zepter. Ah. Jetzt weiß ich auch wieder, woher der Name kommt. Hatte ich bestimmt mal gewusst und dann wieder vergessen. Deshalb war der ne... Guck mal, noch alte deutsche Rechtschreibung, let's go. Er ist schon ein bisschen älter, oder? Hätte Deutschland mal was tun sollen und den Namen aktualisieren sollen. Link, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus. Verstanden. Er geht nur kurz Zigaretten holen. So. Weißt du, was der Nachteil ist von der Version, die wir spielen? Mhm. 50 FPS. Was soll's? Wir brauchen ein Sechstel länger für das Spiel. Zuerst bei Randale im Elternhaus. Kann man hier nicht rennen? Nee, ne? Noch nicht. Du brauchst die Stiefel. Ach, stimmt. Ich hab keine magischen Zauberkräfte, allerhaupt. Magi wäre jetzt bei dir Viereck, ne? Der Y halt. Genau. Okay. Ach stimmt, die kann man gar nicht hochheben. Ich habe sie übrigens aufs Steuerkreuz eingestellt. Ja. Für True Feeling. Ja, guck mal, die Herzen auf dem Boden, so schön. Analogstick wäre schon. Hehe, du kannst doch hier nicht einfach so in die Burg hineinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit längst im Bett liegen, da hören wir es. Asozial. Du musst die aber hochheben können, oder? Für die Falle gleich. Ich glaube, X, also B. Nee, oh, der Hund will rein. Ah, doch, geht ja doch. Siehst du? Aber mit Kreis geht's. Mit Kreis? Hast du A, B vielleicht doch falsch gelegt? Nee, habe ich nicht gelegt, ist richtig. Okay. Du musst die Burg noch entlang. Deine magischen Kräfte. Da hören wir es. So. Oh nein, Link, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Warum hast du mir nicht auf mich gehört? Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Okay. Bitte, Link, hilf mir. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Mein Ende naht. Yay, ich hab ein Schwert und der Onkel stirbt. Rip in Peace ist mein Freund. Huh.
Yay, Cash. Kannst du auch Licht machen? Yeah. Oh, die Soundgeräusche, super. Das ist ja gar nicht den Pro-Trick. Pro-Trick? Genau, und jetzt nach vorne laufen. Ach so, dass sie schnell kaputt gehen. Läufst du einfach durch. Ah. Ein Zelda-Pro. Ein Spiel, wo Herzen nicht deine Währung sind. Ist nicht wie ein Castlevania. Weiß ich beziehungsweise nicht. Die waren in jedem Castlevania was anderes, nur nie waren Herzen waren nie Leben. Okay. Findest du absolut, wie schnell man hier in der Action drin ist? Im alten Spiel. Ah ja. Geht noch nicht. Wie geht noch brauchst nicht? Brauchst die Prinzessin. Ach so. Was ein Käse. Du musst hier runter rennen. Und dann nach rechts oder links, ist egal. Beide Wege gehen. Okay. Genau, und jetzt geht's ab. Hier muss man ja nicht leveln. Nee, ist alles nur Items raus. Das, ich nenne es mal Kampfsystem, braucht eine Zeit, ne? Bis man sich dran gewöhnt halt hat. Ungewohnt wieder, so. Im Vergleich zum letzten Game, was wir gespielt haben, langsamer einfach. Aber oh, macht ja nichts. Soll ja nicht jedes Spiel gleich sein. Das Einzige, was man hier aufpassen muss, ist, dass man den Gegner immer richtig trifft. So, die halten nur 3 aus. Das letzte Zelda, was ich gespielt habe, war das für die Wii. Und das habe ich auch nicht lange gezockt. Das Skyward Sword? Ja. Es hat gutes Spiel, aber ich hab die Steuerung nicht mehr ertragen am Ende. Das war mein Hauptproblem in dem Game. Jetzt glaube ich durchgespielt, hätte ich es normal steuern können. Jo, Telefon! Was für ein Krach. Und der Hund will auch raus. So. Schaut überhaupt schon wer zu? Wahrscheinlich nicht, ne? Boomerang. So sick. Keller 2. So schön, jetzt verstehe ich die ganzen Dinger, die sie hier erklären wollen. Das habe ich früher nicht verstanden als Kind. Nee. So, den haben wir auch geklatscht. Ich danke dir, Link.
unmenschlicher Dämon. Verstehst du mich? Nicht genau. Na gut, die wiederholt den Text. Schade. Keine lustigen Texte. Der Movement Speed ist so langsam in dem Spiel. Das ist echt hart. Ich entschuldige mich für diese Unterbrechung. Ich grüße Sie. Nichts ist passiert. Oh, doch. Ich bin gerade runtergefallen. Oh je. Yeah. Das ist passiert. Hat noch keiner im Chat geschrieben. Nichts los hier. Oder Chat geht noch. Doch, müsste passen. Können wir gucken? Nee, alles tot. Alles tot. Boomerang hab ich bekommen. Voll schön. Boomerang? Kriegt man den schon am Anfang, den Boomerang? Hab ich ganz vergessen. Sieht so aus, ne? Der ist dann lockt die Gegner, ne? Ja. Prinzessin Dörda habe ich auch schon geholt. Dörda! Oh, nicht mehr gekriegt. Bin so gut. Zu gut fürs Spiel sogar. Scheiß auf die. Du machst viel zu schnell, Mann. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang in die Kathedrale. Sicher wird uns der Priester helfen. Natürlich, Priester sind wir alles gut. Zeugige Menschen. Was ist denn 2S? 2S. Wie 2S? Zweite Stufe? Nee. Zweiter Stock. Ah, okay. Bist du bereit? Dann lass uns. Wir müssen von der linken Seite anpacken. Na gut. Los, pack an. Kein Dürre. Ah, ätzende Stelle. Du solltest auch bald die Bomben bekommen, ne? Genau. Oh, jetzt ist schon mal gut hell. Steckspecht. Kann man nicht mitnehmen. Ist zu unrealistisch. Ich habe übrigens einen anderen Emulator genommen als sonst. Ich habe eben kurz gegoogelt nach Best Emulator. Da haben viele auf Higan gedeutet. Higan, okay. Dann habe ich den geladen und ging alles problemlos. Sauberes UI. Hat direkt Pad erkannt. Super. Gerade bei dem PS4-Controller, ne, könnte es ein bisschen... Ja, genau. Normalerweise ist da ziemlich fucky, aber problemlos. Und ROM hat er auch direkt erkannt. Hm. Jetzt nächsten Monat, also im August, starten wohl die Universal Apps for Windows. Okay. Sprich, das Zeug, was auf dem Microsoft Store erhältlich ist, gibt es dann auch für Xbox One und so weiter. Ja. Und N64-Emulator steht wohl schon bereit. Oh, okay. Das wäre ziemlich krass. Aber du musst ja die ROMs legal bekommen. Ja, die werden dann vermutlich über OneDrive reingeladen. Okay. Höchstwahrscheinlich. Außer die Apps können irgendwie aufs Filesystem zugreifen. Beziehungsweise auf den Stick oder sowas.
Ja. Aber trotzdem, wenn das gehen würde, der Emulator an sich ist ja legal. Ja, ist klar. Alle Emulatoren sind legal. Ist ja nichts Besonderes, ist ja einfach nur Emulation. Ist ja nichts, womit du irgendwie was klaust. Und wenn es diese Apps wirklich gibt und die auf der Xbox One laufen würden, wäre das ein ziemlicher Gamechanger. Ich glaube eher nicht, oder? Ja? Wer holt sich eine Xbox One für N64? Ja, nicht nur N64, wer weiß, was da noch alles kommt. Also ich fände es schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also, mich lässt es kalt, die Nachricht. Ich finde es schön, dass sie sowas bringen. Also dafür extra Windows Store holen, damit ich N64 spielen kann. I don't know, weil ich kann es mir auch so im Netz laden. Ist halt schön für die Leute, die sich nicht so für schlau machen wollen, natürlich. Ja, und die es halt auch im Fernsehen spielen wollen, ne? Weil nicht jeder will seinen Rechner am Fernseher anschließen. Ja, das stimmt. Das ist halt das. So, ne? Und es ist halt immer noch was Besseres wie auf einem Mobile Device, wo du ein scheiß Touchpad hast. Das auf jeden Fall. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich, viele Games nicht zocke, wegen... Ist, wenn du Bomben hast, sprengst du da unten die Wand frei. Ja. Du müsstest jetzt, glaube ich, bald Bomben kriegen. Oder du kriegst welche und kannst direkt wieder zurückgehen, eins von beiden. Wo sind meine Herzen? Boah, ein Rätsel. Ah! Wie löse ich das? So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Krasses Rätsel. Sick. Krass, krasser Scheiß. Sollen wir dann da zurück? Ich glaube, da gibt es nichts Tolles, oder? Also gibt es einen Haufen Rupees, soweit ich weiß. Rupees. So, mehr Ratte. So. Nein! So, ich glaube. Rechter Schalter. Glaube ich. Okay, ich muss einen der Hebel ziehen. Ich glaube, links ist die Falle. Oder ist rechts die Falle? Ich bin mir nicht mehr sicher. Sehen wir jetzt. Ha! Special. Bist so gut. Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Priesterboy. Und ich glaube, da liegen die Bomben drin. Okay. Ein Wunder! Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Link? Niemals. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Sieg. Guck mal wieder. Scharfes S, scharfes S. Vernichte Arganem. Nur dein Zug, denn du bist dazu in der Lage. Brauchen jetzt die drei Medaillons, gell? Junge. Ja. Sahasralas. Aber nimm dich in Acht, mach dir keinen Zögern. Hast du... vorhin habe ich nichts alles gedrückt, um zu gucken, was Zelda da sagt. Die wiederholt dann einfach den Text. Ein Container. Suche den Dorfältesten. Ja, das ist dann Kukri, ne? Oder wie heißt die? Kakiri. Deku-Baum. Wir müssen zum Deku-Baum. Nee, wie heißt denn das doch? Das gibt's doch überall. Kukiri, nee. Ganz links, da. Da. Ah, das hat doch. Das gibt's in jedem fucking Zelda-Game, das Dorf. Ach so, das Dorf. Wie heißt denn das? Kakariko. Kakariko, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Dann gehe ich noch zum Dorfältesten, dann darfst du. Okidoki. Kriegt man hier schon die neuen Boots? Nee, ich glaube nicht. Oh, wobei, doch, der könnte uns die Dorfälteste geben, vielleicht. Nee, ich glaube, die kriegst du in der Höhle vor dem einen Dungeon. Ah ja. Ich habe keine Ahnung. Da ist die alte Tante. Die alte Tante. Ich
gesucht, oha, der Entführer. Unser Verhandlungsbild. Holy shit, ich bin der Entführer. Und das hier. Der Name. Blind hieß er und hasste grelles Licht. Allerhoch. Da ging es noch eine Treppe runter, ne? Ja, sollen wir da runter? Guck halt mal. Diebeshaus, an das erinnere ich mich null. Ich glaube, momentan kann ich ja noch nicht viel machen, aber wir können mal gucken, was da ist. Rätsel! Tja, Mick. Wie machen wir es? Ist die Frage, verbaue ich mir dann die anderen, wenn ich das hier so mache? Teste ich jetzt. Jetzt kannst du das hier runterschieben, das nach links schieben. Also ein paar verbaust ich du. Ich hab alles schon, Sicherheit. Ich hab's schon. Ja, okay. Bin so gut. Du bist ein krasser Typ. So gut. Ich glaube, wir können maximal am Anfang nur 200 Rupees haben, ne? Dann haben wir, shit, dann haben wir ja gleich schon alles. Ich glaube, du kriegst später einen größeren Beutel. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist ja auch so ein Staple. Geh mal kurz ins Menü. Haben wir noch keine Bomben? Das wundert mich jetzt. Wir haben keine Bomben. Guck mal, die erst im ersten Dungeon vielleicht. Keine Ahnung. Wir haben wir keine Bomben. Hier, guck. Vergiss den Dorfältesten nicht. Da ist der Dorfältesten hin. Der ist doch hier. Ach ne, das ist wirklich der Umrecht. Ja. Normalerweise ist es doch immer mitten im Dorf. Der verrückte Mungo. Da ist er. Ah, sieh da, Link. Was willst du denn von einer? Der Dorf. Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert. An die Einzelheiten kann ich mich erinnern, aber. So lange alter Zeit soll das Volk von Hylia in diesem Land gewohnt haben. Da geht's wie uns. An die Einzelheiten können wir uns auch nicht mehr erinnern. So sieht's aus. Verstehst du die Legende? Ja. So. Irgendjemand im Dorf muss wissen, wo er ist, Sulbe. Sollen wir jetzt wortwörtlich machen, bis ich den Dorfältesten gefunden habe? Wahrscheinlich ist es der Endboss. Dann wirst du nie wieder spielen dürfen, bis ich dran bin. Das war stupid. Wow, was guck mal auf der Karte. Ich glaube, wir müssen in diese Höhle rechts. Ja, erstmal hier Snitches get Stitches und so, ne? Wow. Ich brenne dein Haus an. Fuck. Okay, ich spiel weiter. Ja, da immer noch Dorfältester. Geh nochmal zu ihr. Vielleicht musst du sie mehrmals ansprechen. Meinst du, so Hightech ist so ein altes Game? Schauen wir mal. Es war älter. Das war aus Nintendo. Schauen wir mal. Siehst du? Okay. Ja, wenn du was ich hätte tun sollen, vielleicht links reingehen. Denkst du, hat sich da versteckt und die Alte hat's nicht gerafft? Genau. Ja, ja. Oh no! Aber du kannst jetzt hier raus. Und scheiße was. Da gibt's später tolle Sachen hier. Oh! Nicht ansprechen. Warum? Ich glaube, der ruft dann wieder die Gabe. Nee, oder? Ja, der verkauft eine Flasche. Ja, können wir gleich eine mitnehmen. Ja. Brauchen wir nur noch ein Netz und dann können wir Feen fangen. Bestimmt ein Netz. Ich dachte, man kann die so direkt fangen, aber das ist bei anders an. Alarm! Easy Mode, man. Oh no! Gab's hier nicht was? Ah ne, das war Steam Game, gell? Klar. Game Boy Game. Link's Awakening. Den kannst du später mit den Stiefeln fangen, dann gibt er dir was.
Die rufen alle die Wachen, glaube ich. Ah, ne. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja. Das sind ja alle Snitches. Die glaubt an uns. Okay, dann gucke ich noch, bis wir den ersten Storyling da unlocked haben. Hier kann man auch mit der Bombe rein, das weiß ich. Vielleicht weiß er was. Hallihallo. Ah, hier siehst du. Er befindet sich nahe. Ich hab's gewusst. Ostpalastes. Siehst du? Der kleine Boymann. Der ist gut. Ja, so. Gut. Viel Spaß. Hat er jetzt gespeichert? Gerade mal reingedrückt. Oh, drück nur nochmal. Ja, hast du. Save to slot. Wo steht das? Links unten. Ah, unten. Gut. Wir müssen nur gucken später, ob der die ROM speichert, wenn wir wirklich auf Speichern und Verlassen gehen. Weißt du, wie ich meine? Wenn wir nicht speichern, machen wir einfach richtiges Speichern. Hallo, hopp. Da kannst du... Ah ne, da brauchst du einen Hammer finden. Ja. Ich habe die Vermutung, ich muss wieder ganz zurück. Oder unten lang, oder? Ich weiß nicht, ob man unten lang kann. Nee. Nee. Doch. Vielleicht, doch, ja. Doch, du kannst an dem Dickicht vorbei. Ich gehe auf jeden Fall jetzt hoch. Ja. Dann sind wir auf der zu 100% sicheren Seite. Das ist, denke ich, die smartere Choice. Ist nur schade, dass wir die Stiefel noch nicht haben, aber ich glaube, von dem kriegst du die jetzt. Und das war vom ersten großen, richtigen Dungeon. Was kommen jetzt zuerst? Die 3 Medaillons, die wir fangen müssen. Ja. Und dann kommen ja die 7 Dungeons, oder was es war. Ja, dann ist Game zu Ende. Dann ist Game zu Ende und ich glaube, vor dem ersten Medaillon-Dungeon kriegst du die Stiefel. Ha! Ich gedacht. Musik immer wieder toll. Klassiker. Was denkst du über Breath of the Wild? Zu wenig gesehen. Könnte, denke ich, ganz gut werden. Hauptproblem ist, es ist halt wieder eine Nintendo-Konsole. Das ist immer das, was mich am meisten stört. Ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt tatsächlich mit der NX machen. Ob das wirklich mobile, halb mobile wird. Denke ich, ist Nintendo. Die machen nie das, was die Leute wollen. GameCube war das letzte und seitdem waren sie nur noch. Das Einzige, was sie jetzt machen, was die Leute wirklich wollten, ist zum Beispiel dieser Mini-NES. Ja, und da siehst du, es wird wahrscheinlich mehr Abnehmer haben als deren Hauptkonsolen in den letzten Jahren. Denkst du? Ja. Vor allem, wenn sie es für Super Nintendo releasen, umso erst recht. Da ist er ja. Drei Amulette. Bist du bereit dazu? Ja, oder selbstverständlich. Ich find's gut, dass mir hier Nein sagen darf. Geh jetzt zum Palast. Immer noch keine Bomben. Ja, und das ist schon der erste Dungeon dann. Ich glaube, wenn du rauskommst, stirbt er und dann gibt er dir die Boots. Ach ja, genau, das sind die Penner. Wo war der Eingang? Links. Zum Dungeon, ja. Sicher? Ja. Also voll recht. Jetzt da. Darum, genau. Schon Pfeile bekommen. Spoiler-Alarm. Ich sage, ich fuck you. Und rein geht's. Erster Dungeon. Die haben dich eh ignoriert. Links und rechts kann man noch nicht weiter, glaube ich. Da sind die Brücken kaputt. Ja. Ja, voll daneben. Oh, was muss man hier wohl tun?
keine Ahnung. Wow, wie hast du das gesehen? Wow, das habe ich nicht gesehen. Wow. Sick. Oh, das ist auch ein hartes Rätsel. Mein Gott, was für was macht man da jetzt? Da ist, guck mal, die Entwickler lassen da überhaupt keine Lücken. Wie kommt man da durch? What the fuck, wie hast du das geschafft? Ich hab fast unbeschadet sogar. Ich hab keine Lücke gesehen da. Die sind so nervig, ey. Ob geh in der Ecke. Scheiß doch drauf. Ich glaube, die droppen was, wenn du sie alle hast. Aha. Siehst du? Nix. Scheiße. Immerhin ein Herz. Die droppen was, glaube ich. Oder? Ja. Ja. Oh. Immerhin 5 Pfeile. So, was gibt's jetzt? Kompass? Ein Schlüsselchen. Kompass. Und mit scharfem S. Kompass. Wurde Kompass früher mit scharfem S geschrieben? Scheinbar. Krasser Scheiß. Hier gibt's einen Hammer. Nee, hier gibt's Pfeil und Bogen. Echt? Ja. Hopfach auf. Ja, stimmt, den Hammer gibt's dann später, wo der Dino kommt, gell? Dino? Siehst du, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ruhig bin. So gut. Oh no. Ich glaube, links wäre auch noch eine Tür gewesen, oder? Ja, glaube. Endlich. Bombas. Ah, genau, aber links brauchst du einen Schlüssel. Das war das. What are you doing, mate? Nichts Gescheites. Hopp! Das Layout und so war schon fantastisch. Wird später zwar noch abgefahren, aber... Später die Dungeons sind mir zu komplex. Das hat mich wirklich sauer gemacht. Echt? Ja, ja. Doch der Hauptgrund, warum ich keinen Bock drauf hat, weiter zu spielen, als wenn ich mal replayed habe. Vor allem so die letzten drei, die sind, also, sind sogar nervig, meiner Meinung nach. Also, da bevorzuge ich echt von den 3D-Dingern manche Dungeons. Bossroom, ist das Bossroom schon? Nee. Aber die Kiste kriegt man damit trotzdem noch nicht auf, oder doch? Doch, das ist der gleiche Schlüssel. Ja, ich habe gedacht, die Schlüssel waren nur zum einmaligen Gebrauch. So wie die kleinen, weißt du? Master Schlüssel nicht, ne. Yeah! Falscher Knopf. Gar nichts, ist schon ausgewählt, genau. Deshalb gleichen Fehler habe ich auch gemacht. Da kannst du runterfallen, die Dinger.
Ich hab gehofft, die droppen Herzen. Falsch gehofft. Und du willst nicht reintroppen. Doch, kann ich noch machen. Was krieg ich da? Weiß ich nicht. Aber da kannst du auf jeden Fall runter. Ah. Gott, wie ich die Sounds liebe, ey. Besser als Herzen. Sehr schön. Jo. Hopp. Was tust du? Nix. Bist du müde? Ja. Langweilig ist das Spiel. Wie ich zum Zuschauen ist es nicht so spannend gerade. Weil halt so wenig passiert und ich weiß halt, was abgeht. Ui. Ich meine, ist ja klar. An Anfang hat man halt schon 100.000 Mal gespielt. Genau. Da wird es eher interessant, wenn wir in die späteren Dungeons gehen. Hopp, wach auf. Rot. Ist das jetzt der Boss mit den ganzen Statuen? Ja. Ich glaube. Ich bin mir jetzt aber zu 100. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil es könnte auch sein, dass was anderes ist. Sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf den Wurm-Lot. Und 3? Ja. Der ist toll. Speedrun-Taktik ist für den Fall. Eigentlich war es, glaube ich, sogar wirklich mit dem Bogen. Na? Wenn alle tot sind, wird einer rot. Das ist böse, dass du alle seine Kameraden geklatscht hast. Das fällt dir auch ein. Ich weiß nicht. Die sind einfach nur da fröhlich am Rumspringen. Dann guckst du vorbei, du Penner. Mit deiner Zipfelmütze. Und denkst, du kannst sie platt machen, oder wie? Oh. Ah! Konzentrier dich. Ui! Hä? Man kriegt gar keine volle Energie. Ich glaube jetzt, wenn du das Amulett hast. Hartester Bossfight. Der härteste im Spiel. Ja. Not. Spiel durchgespielt. Jetzt fehlen dir nur noch 2 Amulette. Nur noch 2. Das finde ich so gut von dem Spiel. Dass sie dich nicht zurücklaufen lassen.
Das wäre auch gerade in anderen Dungeons wäre das extrem bitter, ey. Nicht nur bitter, das wäre fucking nervig. Los, Alter, gib mir die Boots. Ja! Schön. Pegasus-Schuhe. Machst du hinten kaputt mit der Bombe oder willst du noch? Ich glaube, da gibt es dann mehr Bomben, oder? Ach so! Special Trick. Aber es gibt mehr Bomben. Yep. Und was ich jetzt mache, ist in die Kirche schnell zurückgehen. Und dort das Ding öffnen. Mehr als 200. Mehr als 200, okay. Pass mal auf, ich speichere hier. Das funktioniert. Starte bei der Kathedrale. Was sind das für Speedrun-Tricks? Ah, wir kommen aber nicht rein. Oh. Da musst du hinten rumlaufen, oder? Beim Schloss. Ja, das machen wir dann aber, wenn wir eh wieder hinkommen, würde ich sagen. Scheiß drauf. Ich glaube wirklich, da gibt es nur Rupees und sowas. Da oben ist noch das eins. Ist drei. Wir müssen hier runter in zwei. Und im Dorf gibt es noch einen Haufen Stuff, den wir jetzt mit den Boots holen können, soweit ich weiß. Jo. Also nein, mit den Boots exklusiv nicht, aber zumindest mehr als vorher. Es gibt auf jeden Fall dieses eine Buch, was du runterschmeißen. Oder das Buch runterschmeißen war, glaube ich, auch beim Gameboy, oder? Ich glaube auch. So, wo ist der Penner, der wegrennt? Da, nee, das ist die Wachen ruft. Der ist links von dir. Der Penner. Auf der Straße links von dir. Mach einfach mal rennen. War knapp, aber hat funktioniert. Wow! Der gibt dir einen Tipp für die Bäume. Er macht da an der Wand ist ein Secret, glaube ich. Noch eine Bombe. Oder ist es unten das Secret? Mach Safe Stay, egal. Okay, so wie man. Was ist passiert? Dann probier mal vorne. Andere Seite. Ja, ich dachte, man kommt da rein. Nee. Naja, egal. Hey Andreas, servus, schön, dass du da bist. Hello. Wir streamen aber nur noch circa eine halbe Stunde oder so. Oder bis wann? Bis 6? Viertel nach 6? Bis 6. Bis 6? Passen, ja. Okay. Doch, da drin musst du was anrempeln, dann kriegst du das. Ja, Bild. Stimmt, hier gibt's was. Da hast du recht, in der Bibliothek. Da, das Buch. Ich glaube, im Gameboy-Spiel gibt's auch was. Damit kannst du die alte Sprache von Hylia verstehen, okay. Super gut. Sehr schön. Ja, wir machen nachher. Also ist es jetzt nur Quicksave oder speichert er wirklich in Slot 1? Wenn ich das hier mache. Wenn ich das mache, speichert er in Slot 1, State. Ne? Okay, gut. Slot 0. So, die zwei Brüder. Ja, super. Gut. Muss er sich halt vertragen. Ja, die haben sich zugemauert, ne, gegenseitig. Ne, der verträgt sich jetzt mit dir, Junge. Gab's hier ein Hardpiece? Ah!
Es muss clear, ne? Ach nee, so geht's auch. Wenn du rennst, kommst du komplett durch. Oha! Probier es noch einmal. Können ja nochmal starten, ne? Ich glaube, du musst mehr rennen. Ja, aber wenn du davor stehst und A drückst, hebt er den Busch hoch. Ah, das ist scheiße. Was soll denn das? Wohl schlecht im Weg oder so. Schon wieder 19 Sekunden. Ich krieg's nicht hin. Ach, ey. Spring doch runter, ist auch schneller, oder? Ah, nee, nee. Dann kommst du nicht hoch, stimmt. Da gibt's ja keine Treppe da unten. Nicht halt später hin, oder? Ich glaube, wir müssen es jetzt schon hinkriegen. Unglaublich. Mach mal, versuchen wir es ein anderes Mal. Das dauert mir jetzt nämlich auch zu lang. Ja, der wird bei YouTube hochgeladen. Der Stream. Definitiv. Und der Rest von Ys auch noch. Da hast du ja nur den ersten Part gesehen, hast den Stream verpasst. Vorhin durchgespielt. Das erste. Und der nächste Stream kommt. Also, ich würde Donnerstag vorschlagen, weil ich glaube, Dienstag kann ich nicht. Ja, das klingt gut. Was war hier? Später ein Tempel oder was? Hier ist die zweite Medaille von Shadow World. Aber hier muss man auch irgendwas machen vorher, aber ich weiß nicht was. Da oben sitzt einer. Eiskalt ignoriert hast du den. So schingen. Ich weiß ja nicht, was der macht. Reden mit einem. Das ist ganz schön fresh, ey. Es fällt ihm bloß ein, uns anzuschauen. Und anzuschweigen auch noch. Die Viecher fand ich saugeil als Kind. Gab's auch dieses Artwork, wo der Link gegen so eins kämpft. Okay. Und das fand ich saucool. Erinnere ich mich leider nicht mehr dran. Aber wir brauchen das Buch. Gut, dass wir es geholt haben vorhin direkt. Ja, dafür brauchen wir es. Bitte, bitte, mach auf, bitte. Dass ich das 5-mal drehen muss, bevor man hochkommt. So sick. Jetzt. So, soll ich oder wie? Ja. Mein Lieblings-Dungon. Achso, du magst den gar nicht, oder was? So, ist okay. Ich finde nur eine Stelle so nervig. Und ich kenne auch null auswendig. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Naja. Das ist ja das Gute am Game, man muss nicht wissen, wo man lang muss, ne? Es ist zumindest am Anfang noch alles relativ selbsterklärend, zum Glück.
Die zwei Fackeln würde ich anzünden. Ich glaube, dann kriegst du einen Schlüssel. Oh. Schon so lange her, dass ich Link to the Past gezockt habe. Ich glaube, das Spiel ist 91 für SNES erschienen. Gezockt habe ich es dann 94, glaube ich. Ja, ist schon eine Weile her, ne? Also ich hatte es mal vor ein paar Jahren kurz angefangen, habe die ersten drei Medaillons wieder geholt und habe es auch als Kind sonst das letzte Mal gespielt. Gleiche bei mir. Kind. Letztes Mal durchgespielt und dann irgendwann mal probiert, aber dann irgendwann aufgehört, weil es mich doch... Ich konnte es nicht mehr wirklich spielen nach den 3D-Titeln. Aber jetzt ziehen wir es durch. Ich glaube, entweder musst du... Nur auf der Herzchen suchen. Ich dachte ja, die schießen instant die Gegner. Jetzt merke ich, die sind so langsam. Geht sogar durch die Töpfe durch. Oh toll. Was denn? Da dann später hin. Warum? Kein großer Schlüssel dabei. Ach so. Oben ist noch eine Tür. Ah, aber zwei Herzen. Sehr gut. Wie kommst du nur an diesen Schlüssel? Was für ein Item kriegt man hier? Ich glaube, die Handschuhe, oder? Ja. Ja, ziemlich sicher die Handschuhe. In dem dritten kriegst du schon den Enter ab? Weiß ich nicht. Ansonsten im ersten, in der neuen Welt, in der Shadow World ist nicht neu. Dreh dich doch um. Das geht beim Schlagen leider nicht. Das war's. Ach, du hast den Schlüssel gekriegt, den kleinen. Ja. Hast du dir zwischenzeitlich eigentlich schon Atelier-Titel zugelegt, Steffen? Empfehle dir Atelier Avesha. Ne, ich habe noch keinen gespielt. Ich habe nur vom neuen eine Review gelesen. Da hatte ich es bei Ease, hatte ich es vorhin drüber, dass die Story sehr flach sein soll und die Charaktere sehr flach. Bei dem neuen. Kommt halt, ich glaube, die bauen alle aufeinander auf, die Games. Also der Andreas, mit dem verstehst du dich bestimmt gut, der ist auch sehr JRPG und generell Japan-Zeug und sowas. Okay. Ja, Atelier-Games spiele ich persönlich auch nicht. Aber das Shino zum Beispiel vielleicht sehr oft. Und das halt auch, so wie ich es mitbekommen habe, hängt jedes Game irgendwie zusammen und spielt in derselben Welt. Mhm. Von daher weiß ich nicht, ob das so eine gute Aussage ist mit flach und nicht flach. Eventuell ist es einfach nur was die Welt ich aufbaut. Ich hab's nur gehört von einem Twitter. Ich meine nur. Ist ja kein Vorwurf oder so, aber ob der Reviewer das dann so einfach bewerten kann, weil Japaner haben ein bisschen anderes. Ich kann dir mal zeigen, worauf der Mick flasht. Ja, also. Trails! Trails of Cold Steel. Also wenn du JRPG-Fan bist und eine neue Reihe brauchst, Trails in the Sky, First und Second Chapter und Cold Steel, und Cold Steel 2 kommt auch demnächst für PS3. Das ist 1A RPG-Reihe, auch von Falcom. Ne, hier kann ich nicht raus, oder dann habe ich ein Problem. Weiß nicht, speicher doch mal. So. Safe Scum. Ja. Jetzt sind wir draußen. Okay. Deswegen mag ich den. Hast du aber den Master-Schlüssel, ne? Nee, hab ich nicht. Du hast doch einen fetten Schlüssel gekriegt, wollen sie die Truhe öffnen. Ich hab's nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen? Eieieiei, schäm dich. Ich pass halt auf beim Spielen. Ich hab's echt nicht mitbekommen. Ich dachte, es war ein kleiner Schlüssel. Wollen die wissen? Ist halt klein. Ja, Andreas, ich häng noch.
Was heißt hängen noch, aber ich spiele immer noch Final Fantasy X im Moment. Das ist riesig, oder? Das und 14, ja, also ich habe jetzt 30 Stunden schon drin. Wow. Ein Kumpel von mir, der hat sich 3 Wochen später geholt, wie es im Sale war. Ja. Und der ist schon durch. Okay. Aber ich habe halt nicht so viel Zeit. Gut, 30 Stunden in 3 Wochen, gut, wie lange hast du das Game? Ich glaube, einen Monat habe ich schon gespielt. Das Game an sich habe ich schon über ein halbes Jahr. Ah. Hab's aber nie gespielt. Ich habe mir aus Frankreich die Limited Steelbook Edition geholt. Für 30 Euro, glaube ich. Okay. Also das Geld habe ich schon so gesehen lange raus. Ja. Durch die Spielzeit, die ich jetzt schon reingesteckt habe. X2 weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt spielen werde. Ich... Einzig Gute an X2 ist wirklich das Combat-System. Aber das ist auch so, also was man in dem Combat-System macht, ist toll, aber alles drumherum und wie und warum das Combat-System so ist, wie es ist, ist scheiße. Also es ist keine Ahnung, was sie damit, was sie da erreichen wollen mit dem Game. Ja, und ich spiele halt noch 14 im Moment, ziemlich viel. Ja, das hast du ja gesagt. Ah, hab ich wie auch weit gesagt, bist du jetzt? Bei 14? Ja. Nicht weiter, wie ich vorher war. Okay. Level 15, 16 vielleicht. Ich glaube, geh zurück. Du musst einen bestimmten Stein verschieben. Okay. Lass mich trotzdem erstmal hier kurz gucken. Ah! Gut, dass du geschaut hast. Weil hier ist ja immerhin eine andere Ebene und wir können hier auch weiter, ne? Soll ich hier weiter oder erst einen Stein verschieben? Ich probiere erstmal das hier. Der Andreas ist einer der wenigen, der X2 geil findet. Okay. Ja, ich denke, das ist auch, hat seinen Charme, ne, das Game, aber... Ich glaube, das ist der dritte Stein. Entweder nach oben oder nach unten musst du drücken. Ziehen kannst du nicht. Kannst du, glaube ich, nur drücken. Ach, scheiße. Ist das kacke. Ich gehe jetzt da woanders lang. Wenn du jetzt stirbst, ist aber nicht schlimm, ne? Du fängst am Anfang vom Dungeon einfach wieder an und der Rest ist schon alles gemacht. Ja, aber ist trotzdem scheiße. Soll ich das jetzt nochmal probieren? Das war mir irgendwie zu risky. Hm. Ich hab gelesen. Well. Magical Girl, ja, so ist eigentlich gar nicht verkehrt. Das hier meinst du bestimmt als Rätsel, oder? Kann hier auch sein, ne? Nach links schieben oder nach rechts irgendein. Wie gesagt, du kannst die, glaube ich, nicht ziehen. Okay, hey. Ziemlich dummes Rätsel, muss ich sagen, wenn man es nur drücken kann und nicht ziehen. Warum funktioniert denn das nicht? Das ist scheiße. Mach mal alle Steine beim nächsten Mal auf. Bist du sicher, dass man hier nur drücken kann und nicht... Ach, ich glaube schon, ja. Komm, echt anfangen. Ja, mach mal alle Steine auf. Vielleicht ist ein Herz irgendwo. Oder eine Fee. Sailor Moon Fan. LOL grins. Ja, ist ja in Ordnung. Sagt ja keiner was dagegen. So, ich mach jetzt alles. Drücken. Fuck this shit. Oh. Mick hat Hass. Das dämliche Rätsel. Vielleicht ist es auch eine Statue unten. Das hat 100 Boss. Ach so. Ich muss die bestimmt in der Reihe schieben, aber... Oder ich muss das hier machen. Dass ich die hier runter... Ach so, ne, das sind ja 4 Steine. Ich glaube, es ist der Stein, den du von oben nach unten drücken musst. Drücken geht nicht im Game. Geht nix? Nö. Also einfach dagegen laufen. Ich denke eher, es ist ziehen.
Siehst du nur dagegen? Ach so, ach, ich glaube, ich halte die ganze Zeit das hier gedrückt und deswegen geht's nicht. Das ist doch scheiße. Ah ja, sehr gut. Da habe ich das Problem mal behoben. Einfach die Flasche nehmen geht nicht. Nee, du musst, du brauchst ein Netz. Mit dem kannst du streben, kannst du einfangen und sagen, hey, steckst du da rein. Nicht so wie in Ocarina of Time. Ja, da konntest du es so fangen, gell? Genau. Ja, nee, das ist doch auch das Wichtige für den Glitch. Alter, so. Glitcher, du. Das heißt, jetzt keinen Knopf gedrückt halten und dann kann ich wahrscheinlich auch direkt die Scheiße schieben. Ich glaube, das ist der links, den nach rechts. Nach rechts schieben. Oder auch, ne? Jetzt macht das auch alles Sinn hier. Warum das alles nicht funktioniert hat bei mir. Und sonst geraged. Ja, genau, das ist der Hassraum von mir. Geh in die Tür rein, geh in die Tür rein. Halt dein Schwert gezückt und geh in die Tür rein. Oder so. Weil, wenn du dein Schwert nach vorne hältst und gehst zurück in die Tür, dann treffen dich die Platten nicht und die fliegen alle gegen die Tür. Okay. Ja, ich bin mal gespannt auf X2. Also ich denke, wenn ich X1 durch habe und weiter zurück. Ja, wenn ich X1 durch habe, werde ich mir X2 auf jeden Fall mal anschauen. Ich hab's auch gespielt, aber halt, ich glaube nur 10 Stunden oder so. Worauf der Mick richtig abgegangen ist, ist die 13er-Reihe, alle möglichen. Ja, das ist ja auch bei vielen so Hass-Game. Das war's. Was ich schade finde, weil das Combat-System von 13 ist, glaube ich, so die beste Weiterentwicklung vom Kampfsystem. Gut, Story ist halt nicht so toll und das mit dem Schlauch, das ist für mich kein Argument. Das ist halt einfach, das ist kein Argument. Dann ist für mich jedes Final Fantasy ein Schlauch. Ich glaube, für den brauchst du vor allem Bogen tatsächlich. Okay, ich werfe noch einmal. Ja, hast recht. Hä? Warum schießt er nicht direkt? Ja, der hat voll den Delay drin. Realismus. So. Jetzt haben wir hier Fackelrätsel. Ach so, stimmt, ich muss sie anzünden, dann geht die Wand weiter, gell? Genau. Ich erinnere mich. Oh mein Gott! Wackelt alles rum. Mann. Körper treffen, glaube ich. Oder den Schwanz. Oder den Kopf. Ich glaub den Schwanz hinten drin. Trifft hier gar nichts. Ah, einfach so. Ich glaub Bogen ist gar nicht mal so verkehrt. Schlecht. Ich raff's nicht. Wohl doch der Schädel. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja. Ist halt immer scheiße, du weißt nicht, wo sie hinfliegen. Ja. In Eisen gibt's ja auch so hässliche Würmer. Ich freue mich auf 12 Zodiac Age, wird richtig geil, denke ich. Ja, ich bin da auch gespannt, ich habe es 12er nie gespielt. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ach so, stimmt. Das soll zwar Dreck sein, also sagen die meisten, aber... Ist kein Dreck, ist halt ein gutes RPG, aber ist kein Final Fantasy. Hat null Elemente von Final Fantasy, merkst an allem. Das Einzige, was... Ist das mal Chocobos oder sowas? Nö, gar nicht. Ja, wobei, Chocobos haben sie, glaube ich, irgendwie eingebaut.
Aber die ganzen Guardian Forces, die Summons und so weiter, das sind dort einfach nur so Schiffe. Und es gibt andere Summons in dem Spiel, die komplett anders aussehen, die es noch nie in der Reihe gab. Du merkst halt einfach überall, es sollte mal ein anderes Game sein. Ich weiß, dass die Hauptfigur rein... Die wurde auch reingepackt, ja. Und die passt eigentlich gar nicht zum Rest der Cast irgendwie, ne? Ach, es ist alles in dem Game ist strange. Das ist schade. Ich glaube, ich hätte das Game sogar richtig gut gefunden, wenn kein Final Fantasy drauf stand. Die hätten es einfach nicht Final Fantasy nennen sollen. Ich glaube, das wäre sowas, wie hieß das eine Game früher? Mit den Lizenzen und so weiter, um Waffen zu benutzen. Mir fällt der Name nicht ein, weil das hat das gleiche System. Du musst in Final Fantasy 12 auch Lizenzen kaufen, um Waffen zu benutzen. Zehner? Zwölfer. Vagrant Story, irgendwie sowas. Ah, Vagrant Story, ja, das könnte sein. Oh. Ja, ich tue, ne? Speicher doch schnell. Safe Scum. Egal, nicht gebraucht, Mann. Super. Wohl nur noch das dritte. Ich glaube, das schaffen wir nimmer, oder? Dritte schaffen wir nimmer, ne. Ich würde auch sagen, machen wir demnächst. Jetzt dann schon Schluss. Dann hast du noch Zeit, dich fertig zu machen. Ja, wo muss ich denn hin jetzt hier? Wieder ins Dorf wahrscheinlich, ne? Ich würde einfach sagen, speichern ein Ende, gehen in die Kathedrale. So. Ja. Hier kannst du mal ein Safe State machen und würde ich fast sagen, mach mal hier Schalus. Alle hopp. Ich könnte gerade mal. Settings. So, dann haben wir es auf jeden Fall nochmal doppelt gespeichert. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Auch für die, die es auf YouTube schauen. Tschüss. Und am Donnerstag gibt es dann den nächsten Stream, so zwischen 6:30 und 7 wahrscheinlich. Hallo. Vielen Dank, bis dann.